So, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute basteln wir eine Malunterlage selber. Zuerst nehmt ihr Klebefolie und schneidet sie auf die passende Länge zu, also etwas länger als eure Pappe ist. Das Ganze macht ihr dann zweimal. Dann legt ihr eure Klebefolie auf eure Pappe und schneidet da ein Ecken aus. So habt ihr dann auch zwei Klappen, die ihr umklappen auf die andere Seite der Pappe kleben könnt und habt da keine Probleme. Nun ist es am besten, wenn ihr eine zweite Person bittet, euch zu helfen. Und dann wird als erstes von der einen Klappe auf der kürzeren Seite das Schutzpapier weggenommen und mal angeklebt. Da hier schauen, dass es wenn möglich keine Rümpfe gibt oder Blasen. Dann dreht ihr das Ganze um. Dann zieht ihr langsam das Schutzpapier ab und auf der anderen Seite streicht ihr die Klebefolie glatt. Das macht ihr am besten mit einem Lineal. So, dann wieder umdrehen. Und dann zuerst die seitliche Klappe entfernen. Entfernen, ankleben, Entschuldigung. Dann auch noch die kürzere Seite. Das Ganze macht ihr mit beiden Folien. Dann habt ihr ein kürzeres Stück für die Rückseite. Es muss nicht überlappend sein. Und das klebt ihr auch einfach drauf. Wieder gut glatt streichen. Macht ihr auch wieder mit beiden Stücken. So, das war es eigentlich auch schon. Das ist meine Malunterlage. Ich denke, vor allem die weiße Seite wird sich auch gut in zukünftigen Videos machen, einen einseitigen Hintergrund. Etwas Ähnliches verwende ich hier bereits schon. So, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.